Windfarmen oder Photovoltaikanlagen haben den Nachteil, dass die Energie unregelmäßig anfällt und vor allem nicht unbedingt dann, wenn man sie braucht. Also ich rede hier von elektrischer Energie. Nun kann ja das elektrische Netz eigentlich keine Energie speichern, deshalb muss man diese Energie zwischenlagern. Das macht man häufig mit Pumpspeicherkraftwerken, wie es einige gibt in den Alpen und auch in anderen Gebirgszügen. Das Problem ist dort, dass man einfach langsam an die Kapazitätsgrenze stößt. Also in den Alpen gibt es nur noch wenig Plätze, wo man ein solches Speicherkraftwerk einrichten könnte. Und deshalb versucht man auszuweichen auf andere Speichersysteme. Der Druckluftspeicher, also Druckluftspeicherkraftwerke, das wäre eine Alternative. Leider ist einfach der Gesamtwirkungsgrad nicht sehr groß. Und das möchte ich jetzt Ihnen zeigen. Ich habe hier ein Schema aus der Seite www.vivo.de rauskopiert und da sieht man in Punkt 1 das Kompressionssystem, also hier wird die Luft komprimiert mit Hilfe von Energie direkt aus einer Windfarm. Die komprimierte Luft wird ja dann durch die Kompression erwärmt, deshalb entzieht man hier Wärme, pumpt sie runter in einen Speicher, typischerweise ein Hohlraum in einem Salzstock, also ein ehemaliges Salzbergwerk. Bedingung ist einfach, dass der Speicher auch bei hohem Druck noch luftdicht ist. Dann, wenn man Energie braucht, entzieht man diese Pressluft, heizt sie dann wieder auf mit Hilfe der Wärme, die man vorher der Luft entzogen hat und lässt dann die Luft durch eine Turbine laufen und die Turbine ist dann verbunden mit einem Generator und dann kann man die elektrische Energie wieder ins Netz zurückspeisen. Das Schema. Und wenn man jetzt einen ersten Schritt mal verstehen will, was hier prinzipiell passiert, dann macht man einen sogenannten Ersatzprozess. In diesem Ersatzprozess stelle ich mir vor, dass ein Kubikmeter Luft in einem Gefäß, also in einem Zylinder, eingeschlossen ist. Und zwar bei einem Bardruck und bei 300 Kelvin Anfangstemperatur. Wenn man die drei Größen hat, Volumen, Druck, Temperatur, dann kann man die Stoffmenge rechnen. Das sind in diesem Fall 40 Mol. Also einfach Druck mal Volumen dividiert durch universelle Gaskonstante dividiert durch Temperatur gibt die Stoffmenge. Dann mache ich folgenden Ersatzprozess. In der ersten Sekunde wird die Luft von einem Kubikmeter auf 100 Liter zusammengedrückt. Dann warten wir praktisch 1000 Sekunden, bis sich diese Luft abgekühlt hat und dann machen wir eine rasche Expansion in einer Sekunde wieder in den ursprünglichen Zustand zurück und dann warten wir wieder, bis sich die nun sehr kühle Luft erwärmt hat. Solche Ersatzprozesse kann man rein statisch rechnen. Ich zeige das zuerst am PV-Diagramm. Hier ist das PV, also die Druckachse ist die vertikale, die Volumenachse die horizontale. Wir beginnen in dieser Ecke. Dann kommt diese Kompression ohne Wärmeaustausch, also eine adiabatische Kompression, eine fast adiabatische Kompression, die nennt man auch isentrop, weil da die Entropie dann konstant bleibt. Dann kommt die Abkühlung, das passiert von selbst wieder auf die ursprüngliche Temperatur. Dann kommt die isentrope oder adiabatische Expansion wieder auf das alte Volumen und dann erwärmt sich dann die kalte Luft von selbst. Jetzt kann man das natürlich mit den bekannten Formeln rechnen. Also man kann zum Beispiel den Druck hier rechnen, wenn man den Druck hier kennt, 1 bar. Und wenn man das Volumenverhältnis kennt, also V1 ist 1 Kubikmeter, V2 ist 0,1 Kubikmeter, das Ganze auch 1,4, das gibt 25,1 bar. Sind wir hier. Dann kommt P3.
Nun, ich könnte P3 hier runterrechnen, weil ich ja die Temperatur kenne. Ich möchte aber die Temperatur noch nicht ins Spiel bringen. Und ich weiß ja, dass der Punkt hier die gleiche Temperatur hat wie die Anfangstemperatur. Also kann ich hier Boyle-Mariotte anwenden, also P mal V durch V3. Also P1 V1 durch V3 gibt dann P3. Und weil das im Verhältnis 1 zu 10 komprimiert wird, wenn man es isotherm rechnet, gibt das 10 bar. Das heißt, der Druck sinkt von 25 auf 10 bar ab. Im dritten Schritt wird dann die Luft expandiert auf das ursprüngliche Volumen. Haben wir wieder eine isentrope oder adiabatische Expansion und dann sinkt der Druck ab, wenn ich richtig gerechnet habe, von 10 bar auf etwa 0, 4 bar. Das sieht man hier nicht mehr so genau. Nun, das ist der Vorgang im PV-Diagramm, also ohne Zwischenkühlen wie in der Anlage vorhin, sondern einfach direkt durchgerechnet. Gekühlt wird das erst nach der Expansion oder hier oder nach der Kompression. Wenn man jetzt die Kompressionsarbeit rechnen würde, dann müsste man die Fläche bilden, hier unter der Kurve. Das ist die Kompressionsarbeit. Und die Fläche unter dieser Kurve ist dann die Expansionsarbeit. Das heißt, die ausgeschnittene Fläche ist dann quasi der Energieverlust in Folge, weil die Kompression ist auf höherem Niveau als die Expansion. Man muss dann hier streng genommen noch ein Bar mal die Volumendifferenz abziehen, in beiden Fällen, weil nur der Überdruck eine Rolle spielt bei der Netto-Kompressionsarbeit. Rechnen kann man es am besten über die innere Energie. Also die beiden Flächen rechnet man am besten über die innere Energie und zieht dann dieses 1 bar mal 0,9 Kubikmeter wieder ab. Dann hat man die Arbeit, die der Kolben effektiv verrichtet oder die Arbeit, die am Kolben verrichtet wird. Nun, das PV-Diagramm ist die eine Fundamentaldarstellung, das TS-Diagramm ist die andere. Wir beginnen hier mit der Entropie 0, das habe ich willkürlich so gesetzt. Dann wird isentrop komprimiert, das heißt, die Linie geht vertikal hoch. Das stimmt hier eben nicht ganz, weil das ist eine Simulation, keine Rechnung. Und die Temperatur steigt dann etwa auf 750 Grad. Nun, rechnen kann man das relativ einfach mit Hilfe des universellen Gasgesetzes. Wir kennen ja P, wir kennen V, also P mal V, dividiert durch E und N kennen wir auch mittlerweile. Durch N und R gibt die Temperatur von 753 Kelvin. Nun, die Temperatur in 4 rechnen wir wieder genau gleich. P mal V durch N und R gibt die Temperatur im Punkt 4. Jetzt habe ich aber den Punkt 4 da unten, das wäre ja schon der vierte Punkt. Ah ja, logisch, Punkt 3 muss ich ja nicht rechnen, da weiß ich ja, dass es 300 Kelvin sind. Also Punkt 4 ist zu berechnen, das rechne ich genau gleich wie Punkt 2. Ich kenne P4 mittlerweile und ich kenne V4 von 0,1 Kubikmeter. N und R ist auch bekannt. Die Temperatur sinkt also auf 119 Kelvin. Das ist also eine ziemlich tiefe Minustemperatur. Und dann steigt die Temperatur wieder auf 300 Kelvin. Wenn man jetzt die Entropie wissen will, dann kann man die Entropieänderung zwischen Punkt 1 und Punkt 3 rechnen. Weil da ist die Temperatur gleich, das heißt, es gibt von der Entropie her also es gibt keinen Temperaturanteil bei der Entropie, ich kann nur den Volumenanteil rechnen und da kann ich dann die Entropie von minus 767 Joule pro Kelvin rechnen. Soweit sollte eigentlich, ja, ein Ingenieur von einer Fachhochschule sollte das statisch nachrechnen können. Das Problem ist einfach, das sind reine reversible Überlegungen innerhalb der Luft. Das, was außerhalb passiert, interessiert hier nicht.
Und das Problem ist, dass man heute solche Dinge auch simulieren sollte. Und das kann man sehr gut machen, wenn man die Idee des Carnot-Tors kennt. Ich habe über den Carnot-Tor schon mal geredet. Systemphysik Carnot-Tor. Ich möchte das hier jetzt wiederholen. In der Systemphysik hat man ein universelles Schema, basierend auf dem Karlsruher Physikkurs. Man hat in jedem Gebiet eine Menge, ein Potenzial und die Energie. Und das lässt sich hier wunderbar darstellen. Man hat also immer eine Mengenbilanz. Daraus berechnet man aus den Inhalten, berechnet man die Potenziale und dann kann man auf Sekundärebene dann die Energiebilanz formulieren. Nun, beim Gas, überhaupt in der Thermodynamik, kommt einfach dazu, dass man zwei Mengen hat. Man hat einerseits als Grundmenge die Entropie, das hier ist die Entropiebilanz, und man hat die Volumenbilanz. Nun, das Volumen ist ja nicht eine Größe, die ausgetauscht wird, sondern eine Größe, die sich einfach ändert durch die Kolbenbewegung. Und deshalb habe ich den Carnot-Tor entwickelt, wo man eben hydraulisch Volumen zuführt. Dann kann man in der Hydraulik die Volumenbilanz machen und dann auf das Gas oder den Stoff umrechnen und dort weiter argumentieren. Nun, wenn man also jetzt die Entropie hat und das Volumen, also hier wird das Volumen der Hydraulikflüssigkeit gerechnet und als Differenz dann das Volumen des Gases, dann kann man aus zwei Mengen ein Potential rechnen und mit den gleichen beiden Mengen rechnet man das andere Potential. Nun, die Potential rechnet man über die konstitutiven Gesetze. Ich habe festgestellt, dass in meinem letzten Video hier noch irrtümlich ein Faktor 2 drin war. Also diese Formel hier, die sollte jetzt korrekt sein, weil ich ja damit diese Kurven erzeugt habe, die ich ja dann mit Formeln nachgerechnet habe. Also die Temperatur hängt eben vom Volumen ab. Hier ist das Volumen und die Temperatur hängt eben auch von der Entropie ab. Also der Zusammenhang nicht ganz so linear ist, das hängt eben am Wesen, den Stoffeigenschaften des idealen Gases. Der Druck wird jetzt genau analog gerechnet. Der Druck ist eine Funktion des Volumens und der Entropie. Die Faktoren sind, vor allem dieser Exponent ist jetzt ein bisschen anders. Also noch einmal, man bilanziert die Entropie, man bilanziert das Volumen und berechnet daraus Temperatur und Druck. Und Temperatur mal Entropiestrom gibt den thermischen Energiestrom und Druck mal Volumenstrom gibt den hydraulischen Energiestrom. Also das ist dann die Mechanik, das ist die Wärme, das ist die Arbeit, so heißen diese Größen traditionellerweise. Und die beiden führen dann zur Änderung der Innenenergie. Ich habe hier einfach noch die freie Energie berechnet und die Enthalpie. Das sind Hilfsgrößen auf der Energieebene, die ich im Moment ja gar nicht brauche. Nun, wie führe ich den Prozess? Relativ einfach. Ich habe hier einen Volumenstrom, formuliert. Ist ein bisschen komplizierter, weil ich ja die vier Prozesse hintereinander schalten muss. Also wenn die Zeit kleiner ist als eine Sekunde, dann soll der Volumenstrom 0,9 Kubikmeter pro Sekunde sein. Also hier drücke ich einfach 0,9 Kubikmeter hinein. Dann bis zu Zeitpunkt 1000 Sekunden oder anders gesagt in der Zeitspanne 1000 bis 1001 Sekunde ist dann der Volumenstrom minus 0,9 Kubikmeter pro Sekunde und das eine Sekunde lang, das gibt dann eben 0,9 Sekunden. Und dazwischen, das wäre jetzt ganz zu hinterst, dazwischen ist der Volumenstrom 0, das heißt, dann bleibt das Volumen entweder groß oder klein. So habe ich das simuliert oder formuliert. Auf der Entropie-Seite formuliere ich einen Entropiestrom, indem ich sage, zwischen Umgebung und Gas gibt es eine Temperaturdifferenz mal den Entropieleitwert, das gibt den Entropiestrom, also wie in der Elektrizitätslehre, Leitwert mal Spannung gleich Stromstärke. Wobei den
Entropieleitwert, den habe ich einfach willkürlich gesetzt. Das hängt ja dann von den Eigenschaften des Zylinders ab. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Ich simuliere also 2000 Sekunden. Ich habe dann hier, ich lasse es mal laufen, ich habe den Zeitschritt ein bisschen klein gewählt, das dauert halt 3 Sekunden. Dann in Seite 1 habe ich hier den Druckverlauf in Funktion der Zeit. Also Druck steigt in der isentropen oder adiabatischen Kompression, dann sinkt der Druck infolge Wärmeabgabe, dann sinkt der Druck schnell wegen der Expansion, Kolben geht raus und dann folgt der Druckanstieg infolge Erwärmung. Die Temperaturen, die steigen eben auch bei der Kompression, sinken dann wieder auf 300 Kelvin ab, sinken dann ab bei der Expansion und steigen wieder infolge Zufuhr von Wärme von außen, weil ja die Luft kälter ist als die Umgebung. Ja, hier noch Entropieverhalten, ist nicht so spannend. Hier das Volumenverhalten, sehr schnelle Kompression, dann bleibt das Volumen, sehr schnelle Expansion, dann bleibt das Volumen. Und hier noch die innere Energie. Und was ja noch interessant sind die Energieströme. Also die hydraulischen Energieströme sind sehr stark, weil es sehr schnell geht. Die thermischen Energieströme sind verhältnismäßig schwach. Gut, das sind einfach Größen, die man in aller Ruhe anschauen kann, wenn man das Modell mal hat. Schauen wir die beiden Diagramme an. Hier sieht man das TS-Diagramm. Und jetzt ist auch klar, wieso das nicht unbedingt genau eine Senkrechte ist. Diese beiden isentropen Prozesse sind eben nicht genau isentrop, weil natürlich die Wärmeleitung auch hier schon vorhanden ist, aber der Prozess läuft so schnell, dass die Wärmeleitung nicht viel zu sagen hat. Die wird dann erst hier und hier wichtig. Genau dasselbe beim Druck, also die Linie ist zwar vertikal, aber der Druck erreicht nicht ganz den hohen Wert, den er hat. Das sind ja die Isentropen. Also das ist schon eine Näherung, ziemlich gut eine Isentropie, aber erreicht dann nicht ganz den hohen Spitzenwert beim Druck. Es geht hier aber nur um ein paar Prozent. Die Vertikale ist klar, das ist die isochore Abkühlung, die bleibt natürlich vertikal, weil das Volumen wird ja gehalten von der Maschine. Nun, wenn ich den Prozess modelliere, dynamisch modelliere, dann kann ich eben auch erstens damit herumspielen. Ich zeige mal, man könnte zum Beispiel einen Batch-Run machen. Ich könnte den Leitwert, den habe ich auf 0,02 Watt pro Kelvin und Watt pro Kelvin im Quadrat sollte die Einheit sein, gesetzt, ich variiere jetzt mal diesen Leitwert, sagen wir zwischen 0,05 und zwischen 0,5. Ja, ich habe eine geometrische Abstufung, deshalb hier immer eine Zehnerpotenz mehr. Dann lasse ich den Prozess laufen. Das dauert jetzt halt ein bisschen länger, weil ich einen kleinen Zeitschritt gewählt habe. Jetzt wird also die Kurve dreimal durchlaufen, einmal mit einem kleinen Leitwert und einmal mit einem ungefähr gleichen Leitwert wie vorher und einmal mit einem großen Leitwert. Jetzt sieht man, kann hier noch eine Legende machen, dass die Kurven leicht differieren, weil die Wärmeleitung größer ist und dann wird eben diese Isentropie flacher und hier auch. Fatal oder sichtbar sind die Auswirkungen im TS-Diagramm. Also die
das TS-Diagramm erreicht dann nicht mehr ganz die gleiche Ausdehnung und vor allem sind hier die Kurven gerundet, je nachdem, wie groß der Leitwert ist. Man kann auch die Energieströme anschauen. Die thermischen Energieströme, die sind dann hier ziemlich unterschiedlich, je nach Leitwert. Das sind dann wieder die Energieströme. So, jetzt, was könnte man machen? Man könnte jetzt hier weiterfahren. Man könnte jetzt hier den Zylinder modellieren, also die Wärmeleitfähigkeit, die Wärmespeicherfähigkeit des Zylinders. Man könnte den Zylinder sogar in mehrere Teile, in mehrere Schichten aufspalten, hier mehrere Wärmeleitungen hintereinander schalten. Das würde ich dann auf der Energieebene machen, das habe ich schon mal gezeigt, wie man das macht. Man könnte hier auf der Hydraulikseite, indem man hier eine Druckdifferenz zwischen Umgebung und, und beim kapazitiven Gesetz hier könnte man dann noch eine Reibung einbauen. Also man könnte auf der Mechanikseite auch noch Reibung einbauen und so weiter. Also wenn man mal ein Modell hat, dann kann man wirklich dynamisch argumentieren. Also wenn man sagt, man betreibt Thermodynamik und macht das, was ich am Anfang gezeigt habe, dann ist das eigentlich ein Plagiat, also eine Selbstüberschätzung. Weil was ich vorher gemacht habe, so statisch Kurven durchrechnen, ist eigentlich eine Statik. Erst wenn man ein Modell machen kann, also Differentialgleichung in der Zeit, dann hat man eine Dynamik. Soweit meine Erklärung. Ich fasse noch einmal zusammen. Man kann solche Prozesse, wie sie in Maschinen stattfinden, durch Ersatzprozesse darstellen, die wenigstens auf den Stoff bezogen sogar reversibel sind. Dem sagt man klassischerweise, man betreibt Thermodynamik, obwohl dabei die Zeit ja gar noch nicht vorkommt. Wenn man aber das wirklich modellieren will, dann macht man ein Modell, ein dynamisches Modell. Und die Systemdynamik erlaubt quer durch alle Gebiete hindurch immer die gleiche Vorgehensweise. Das ist eine universell gültige Heuristik. Und das muss man einfach mal begriffen haben. In der Thermodynamik der homogenen Stoffe bedeutet, dass man baut einen Carnot-Tor. Man hat also die Entropiebilanz als Basisbilanz, man hat indirekt die Volumenbilanz als Basisbilanz, dann hat man hier die konstitutiven Gesetze, die man natürlich, wenn man kein ideales Gas hat, durch andere konstitutive Gesetze ersetzt, also die rechnen aus den Mengen die beiden Potenziale, und zwar übers Kreuz. Und dann kann man darüber noch eine Energieebene modellieren und der Energiestrom ist dann immer nach dem Karlsruher Energieträgerkonzept Entropiestrom mal Temperatur auf der einen Seite oder eben Druck mal Volumenstromstärke auf der anderen Seite. Gut, diese zusätzlichen Potenziale müsste man dann gar nicht mehr rechnen. Wenn man diesen Kern einmal formuliert hat, dann kann man diesen Kern verwenden, um die Maschine komplexer zu machen, also um die Wärmeleitung besser zu modellieren. Meine, das ist hier ein ganz simples Modell mit irgendeiner geschätzten Wärme- oder Entropieleitfähigkeit. Man könnte hier die Reibung einbauen. Man könnte sogar den Kolben noch mechanisch als Translationsmechanik modellieren, also hier noch ein Translationsmechanikmodell machen, dann könnte man sogar sehen, wie der Kolben schwingt, wenn man das, also je nach Antriebssystem, man könnte jetzt noch ein Antriebssystem modellieren und so weiter. Also der Carnot-Tor als Herzstück für die Thermodynamik erlaubt, die Thermodynamik zu kombinieren mit beliebigen anderen Prozessen.